Meine lieben Kinderchen da draußen, hallo und ein herzliches Willkommen zurück zu einer weiteren Folge Chernobylite. Ja. So, ich habe hier gestern ist auch gut, beim letzten Mal noch so ein bisschen rumgebaut, ohne euch tatsächlich. Hier so eine Wand, damit wir hier so ein Werkstatt-Dingens, ein bisschen Dingens können. Und hier die Schlafplätze, das war ja eigentlich eine unserer Aufgaben, dass wir hier Schlafplätze schaffen können. Und den Generator, den habe ich unter die Treppe hingestellt. So. Okay, ich will mal kurz gucken, kann man hier jetzt schon irgendwas herstellen, irgendwas Cooles für die Flinte? Nichts weiter als nur die, ne? Okay. Magazin, auf Revolver eine Magazin, ja. Okay. Ich hätte gerne so ein Zielfernrohr, genau, richtig. Standardvisiere. Karabinvisiere. Wow, was ist das denn? Geschlossenes Leuchtpunktvisier. Offenes Leuchtpunktvisier. Zielfernrohr mit Höhe für Größe. Okay, das kann ich alles. Das geht schon alles rauf auf den Vogel, oder? Ich finde das mit dem großen Visier finde ich ziemlich geil, ne? Nein! Das macht er schon. Okay, cool. Noch irgendwas Cooles bauen? Ich finde die Waffe so ziemlich wichtig. Magazin? Was haben wir denn da? Das ist ein Magazin, sagt dazu, ne? Standardmagazin. Ein großer Zylinder, der bis zu 9 kleine Spezialkugeln verfasst. Was? Gürtelmagazin? Nein. Ist es geil. Doppeltmagazin. Magazingröße. Okay, das ist ein größeres Magazin. Rückstoßreduzierung. Affengeil. Erstmal erstmal voll die Knarre aufpimpen hier. Ich denke mal, was mit den Magazinen, mit dem Rückstoß zu tun hat, hat was mit dem Griff hier, ne? Dass wir da irgendwie nicht da umkippen gleich, ne? Mit so etwas. Genau, Gummigriff, schwerer Schaft. Okay. Ah ja, mit einem Schlagring dran. Das ist geil. Das stellen wir her. Okay. Jetzt pimpe ich voll die Knarre auf und brauche meinen ganzen Scheiß für was anderes wahrscheinlich, ne? Aber... Digga. Dafür haben wir irgendwas nicht, ne? Reichweite. Das mindert die Reichweite. Das haben wir einen Schalldämpfer, ne? Okay. Macht Schaden. Ein Schalldämpfer macht so gut wie gar keinen Schaden, ne? Was ist das denn? Boah, guckt euch das Ding mal an. Aber Schaden wird natürlich nicht reduziert. Ach, lass uns das aber nehmen. Okay. Gut, jetzt haben wir auch nichts mehr. Wir müssen wieder in die Welt hinein. Damit wir... wieder neuen Shit sammeln können. Okay. Es sieht geil aus, immer wieder, ne? Sache kann ich immer wieder sagen. Es wird dunkel, bleib bei der Basis und gönn dir ein bisschen Blub. Okay, mal wieder. Quatsch, Игорь, ich bin nicht voll. Ich muss ins Bett. Ja. Может, стоит пересмотреть твой подход, ну. Wir reden aber weiter, während ich schlafe, ne? Wie unhöflich, oder? Kann doch nicht sein, ne? Okay, der nächste Tag. Oh, wir haben einen Traum. Wir träumen. Да пойми ты, это не я приняла решение закрыть Ариадну. Я тебя не виню, Грейс, но я все равно считаю это ошибкой. Это нечто большее, чем Пандора. Это наш шанс выйти за пределы человеческих мыслей и воспоминаний, выйти в реальный мир. Игорь, ну что я еще могу сказать? Комитет признал проект финансово нецелесообразным, слишком абсурдным. Okay. Глупцы. Каждый предмет по своей природе дозиметр. Все впитывает радиоактивные частицы на протяжении своего существования, создавая эхо в пространстве и времени. Ариадна может воссоздать это эхо в виде фрактальной виртуальной симуляции.
Что тут абсурдного? Слушай, я все понимаю, правда. Это дело всей твоей жизни. Но ты сам подумай. Окей. Этот процесс требует невероятного количества энергии. На данном этапе это попросту нерационально. А как же ядерные наноалмазные батареи, в которых используется графит из переработанных радиоактивных отходов? Это тоже пока лишь проект, Игорь. И я не думаю, что этого будет достаточно. Чтобы Ариадна работала, нужен источник энергии, которого пока не существует. Возможно, на Земле его и вовсе не найти. Но... Мне очень жаль, Игорь. Все кончено. Тебе нужно смириться с этим и жить дальше. Man muss sich mal vorstellen, dass man überhaupt dieses Graphit, diesen radioaktiven Abfall, als Fortbewegungsmittel benutzen könnte. Ich meine, klar, es gibt ja diese Atom-U-Boote, die, da hat man natürlich eben halt ein Fortbewegungsmittel mit so einem kleinen Reaktor drin. Ne? Aber ich denke jetzt einfach mal so daran, wenn man so ein Graphitstück als Motor oder so, als Ersatz für einen Motor im Auto, man hat ja eben halt eine sehr viel kleinere Energiequelle, was man damit erreichen könnte, wenn das klappen würde. Aber ich glaube, ich bin kein Atomwissenschaftler, folgedessen. Aber die Idee dahinter finde ich ziemlich cool eigentlich. Deswegen wollte ich nur dazu sagen eigentlich, ne? Jo. Hallo, was ist hier das? Жопу, комитет! Я никому не позволю уничтожить результаты моих трудов! Проснись! Игорь, проснись! Таня... Это сон. Я жду тебя, любимый. Найди меня. Скорее, Игорь, у меня осталось мало времени. Я стараюсь, Таня. Изо всех сил. Окей. Надо взглянуть на мою доску. Первая зацепка. Когда найду больше, загружу данные в Ариадну и узнаю, что на самом деле произошло с Таней. Окей, auf der Tafel befinden sich alle Hinweise, die gesammelt hast. Blab, jetzt ist es weg. Ja. На заметку. Мне нужны еще подсказки. Ариданес Плене. Einsum? Was soll das darstellen? Keine Ahnung. So. Was haben wir hier? Projektor abspielen. Alter. Immer dieses Großmutter-Besteck, hätte ich beinahe gesagt, hier, ja. Großmutter-Tassen mit irgendwelchen Porzellandingern, Rosen drauf und so, ne? Ja, ja. Aber es sieht ganz schön gruselig aus, so direkt so auf die Wand projiziert, so, ne? Ui, 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 ui. Okay, was kommt da noch? Da war ein Mann im Hintergrund. Okay. Ich hatte das nächste Mal die Kamera ausmachen müssen von mir selbst. Okay, es wird langsam langweilig, sorry. Nicht quatschen mich vor. Ach, der ist da oben. Ah, der stellt sich mir in den Weg. Принято, Носорог 1. Действуйте согласно приказу. Все чисто, прием. Вас понял, синяя птица. Направляемся к цели. Конец связи. Пытаешься сойти за своего? Опасную игру ты затеял, Оливер. Я знаю, что делаю. Давно выучил их позывные протоколы. Своего врага нужно знать. Татлин, ich finde es auch nicht gut. Das geht so nicht. Я не сомневаюсь в твоем боевом опыте. Но мне, гражданскому, это кажется совершенным безумием. Я оценил риски. Я бы никогда не подставил нас под удар. Я узнал кое-что, что может тебя заинтересовать, Игорь. Нар отправляет команду за архивами КГБ. Может, это как-то поможет тебе в поисках? Маловероятно. Но там наверняка что-то важное, раз уж они посылают целую команду. Мысли мои читаешь. К
тому же под санаторием «Изумруд», кажется, есть какой-то советский комплекс. Я знаю, где это. Там был летний пионерский лагерь. Дети там отдыхали и играли на свежем воздухе. Угу. А КГБ тем временем играло в свои игры прямо под ними, под землей. Я проверю. Нельзя упустить шанс узнать что-нибудь о Татьяне. Только без фокусов там, ладно? Удачи тебе, Игорь. Окей. Danke schön. Ich muss mal gucken, hier Überfall durchführen. Was ist denn Überfalltafel? Hier stehen alle Schritte, mit denen man das Kraftwerk betreten kann, um Tatjana zu retten. Ziel, Vorbereitung, da. Wir brauchen einen Scharfschützen, ne? Jemand muss uns den Rücken frei halten, Scharfschütze. Also ist das unser Plan, wie wir dann die Leute rankommen sollen, was? Ein guter Hacker, okay. Oh. Ja. Ist das jetzt. Ist meine Waffe jetzt eigentlich voll gepimpt? Ja, das sieht sehr gut aus. Boah, Digga. Das nenne ich mal Revolver, ha? Huh? Alles klar, lass uns loslegen. So, hier haben wir zwei Hauptmissionen. Wir hatten den Roten Wald und Hafen von Pripyat. Hafen von Pripyat hatten wir nicht gemacht, oder? Was hatten wir gemacht? Den Lebensmittelabwurf? Aber den hatten wir doch gemacht, ne? Warum geht das nicht gut, Igor? Was ist da los? Warum geht es mir nicht so gut? Wie kann man doch mal diese... Das ist einfach mal so ein Suppending. Moment. Wie war das nochmal? Suppending. Achso, genau. Hä? Wie konnte ich nochmal so rüber switchen? Wie war das noch gleich? Wechseln zu. Ja, wie war das? Erzähl mir das. Okay. Mein Gehirn ist fast tot. Warum? Egal. Ja, totes Gehirn. So, warte mal, was machen wir? Pripyat. Das hört sich sehr interessant für mich an. Ich vergesse jedes Mal. Mission starten. Den Olivier, den können wir ja nicht in die Mission schicken. Der verkackt ja jedes Mal. Der hat in der letzten Mission ja auch verkackt. Was natürlich sehr schade ist, ne? Wir müssen ihn eigentlich nochmal dahin schicken, ne? So, Hafen von Pripyat. Nachmittag. Alles klar, ist okay. Lass mir jetzt mal hier Muffen finden. Ein paar Sachen finden. Da, Kräuter. Hä, ich habe vergessen auch, wie man diese Tees kocht. So, oder diese Kräutersuppen kocht, damit man sich heilen kann. Voll nervig das Ganze irgendwie, wenn man sowas vergisst. Muss ich mir nochmal anschauen. Was, wieso komme ich da nicht hin? Was ist das für eine Kacke? Egal, ich kann auch überhüpfen. Warte mal, was ist das? Oh, hier. Habe ich genommen das. Oh, hübscher Hafen, wa? Pripyat, ich weiß gar nicht. Geografisch liegt das an einem Dings? An einem Meer, hätte ich beinahe gesagt. Am Wasser? See, Hafen? Ist mir ehrlich gesagt gar nicht geläufig. Ich dachte irgendwie, dass es immer direkt irgendwie mitten in der Ukraine war. Hopp. Das andere Teil finde ich nicht. Bist du gekommen? Ja, mach ich. Что тут произошло? Глаза разуй, Евгений. На нас напало сраное исчадие ада. Du bist ein Feind. Ты меня
Извини, я ничем не могу тебе помочь. Was? Ich habe voll den Kopf geschossen und so und der, ja, macht mir nichts aus. Ja, wenn man, ja, dann kann ihn ja auch nichts verwunden, oder? Dann kann ihn ja nichts erschüttern. Oh, 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 hier ist Strahlung sehr, sehr hoch. Hier dürfen wir nicht so unbedingt hin. Oh, oh. Lass mal wieder weg. Da hinten ist ein Soldat. Bin noch näher am Sohn. Hat er mich gesehen? Tot. Wow, das ist schon ziemlich cool, sieht das hier aus irgendwie, ne? Lass mal hier rein. Wenn wir irgendwelche coolen Shit finden. Ja, die brauchen wir ganz dringend. Das ist eine sehr gute Sache hier. Ach, schade, hä? Da kommen wir nicht rein. Was mit dem denn? Betreten ihn, ne? Da kommen wir nicht rein. Wir haben keine Dietriche. Hier wachsen Blumen, Löwenzahn, direkt hier mitten hier drin im Gebäude. Ach ja. So. Darunter. Wie kommen wir hier jemals wieder raus? Ja. Mechanikteile sind das, alles klar. Warte ich denn jetzt das andere hier? Ja, da habe ich den Typen gerade abgeschossen, ne? Gut, so, das ist auch ein Gebüsch. Eieieiei. Eieiei. Oh, die Hand weggeballert auch noch, Alter. Digga, ehrlich, dieses Spiel neigt zur Übertreibung, oder? Brutale Zerstümmelungen, Verstümmelungen, Zerstümmel, Verstümmelt, Stümmel, Limmel, Limmel. So, haben wir das jetzt alles? Hier drin, Digga, erschreck mich nicht so. Wie kann ich das machen? Warte mal, das mache ich bestimmt mit I, ne? Fetischkeiten. Was haben wir denn da? Beim Umgang mit Waffen ist die Präzision der Revolver verfügt 25% mehr Schaden. Ich kann nur das nehmen, oder was? Ich kann auch nichts Neues aufmachen, ne? Ich kann nur zurückmachen. Verteilt er die Fertigkeitspunkte von alleine, oder was? Schade eigentlich, oder? Oh, ich habe eine AK-47 erhalten. Das ist ja mal was Gutes. Zeig mal her. Yay! Jetzt habe ich auch ein automatisches Gewehr. Ho, ho, ho. Die Psyche ist bei mir kaputt. Ich muss was zu fressen haben. Das ist hübsch hier. Mit Aquarium, hätte ich beinahe gesagt. Oder Badewanne als Aquarium umfunktioniert. Schluck auf. Bla 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 bla.
Bad. Wer ist er denn? Bist du bescheuert? Nee. Wer hätte mit sowas rechnen können? Es ist gruselig. Das sind noch auf jeden Fall mehrere von, ne? Das ganze Haus ist voller gruseliger Dinger. Ich traue mich da überhaupt gar nicht ranzugehen. Noch mehr da. Wo trampeln die so? Ich glaube aber, das ist nicht die Erschütterung so von... Wo wird hier noch... einer am Start sein? Ich höre ja noch irgendjemanden. Voll gruselig. Ich dachte, ich hätte auch ihre Items gesehen irgendwo. Muss noch eine Etage höher sein. Geräusch weg. Nicht ganz. Nase juckt und kribbelt. Digga, wo ist das Viech? Irgendwie nicht mehr da, wa? Das ist gruselig. Hör auf damit. Sag ihm, er soll damit aufhören.
gibt noch Müll. Das war schnell. Oh, nicht das telefoniert. Meine Güte, wo ist das? Das ist einfach mehr als super gruselig hier. Die Hälfte der Türen geht hier nicht auf. Kommen die Geräusche näher. Was war das denn? Irgendwo habe ich also gebumst von der Seite. Genau dahinter. Er könnte uns erreichen, wir nicht. Weil er kann durch seinen Raum Zeit Scheiß fliegen. Oder ist es noch eine Etage höher? Könnte auch eine Etage höher sein, ne? Aber gibt es noch eine Etage höher? Wohl nicht. Ja, mir ist ganz, ist eigentlich ganz recht, wenn das Viech weit weg ist. Dann ist es weit weg halt, ne? So. Okay, es geht doch eine Etage höher. Das ist natürlich echt schlecht, ne? Was habe ich jetzt von meiner Neugierde? Aber das Viech ist irgendwie... Also gut, irgendwie unsichtbar, nicht erreichbar für uns. Was ich natürlich jetzt nicht unbedingt schlecht finde, oder? Aber was sind das für Viecher, ey? Hör mal. Eskappe. Ja, mein Handy nervt auch gerade rum. Oh, Alter, das hätte auch... machen wir. Wir versuchen jetzt unsere Bestimmung zu folgen, hier rauszukommen. Albtraumhafte Wesen. Warum hört sich das wieder so super nah an? Kann es ja auch egal sein, wir gehen hier raus. Aber man hört es immer noch, ne? Da ist noch mehr dieses Tschernobylit hier vorne. Wir haben aber noch keinen Brenner dafür. Wir müssen gucken, dass wir das mal... einen Brenner irgendwie herstellen können. Oh! Bist du bescheuert? Du kannst hier nicht vorbei! Alter, bist du bescheuert oder was? Warum kann das nicht anständig sagen? Hab ich mich angeschissen, Alter, ehrlich, dieses Arschloch. Wo ist eigentlich unser eigentliches Ziel? Das ist da hinten. Aufpassen, dass hier nicht noch ein paar Soldaten rumkrebsen irgendwo, ne? Ich frage mich gerade, wie soll ich auf dieses... Wechseln wir mal Werkzeuge. Umgebungsmodifikator. Was ist denn das? Was können wir da bauen?
Chernobylit-Neutralisator. Diese Maschine sammelt und neutralisiert Chernobylit in der Luft. Und daher selten. Der schwarze Stalker taucht in den nächsten Tagen einige Minuten später auf. Der Effekt. Das sind schwarze Stalker. Alles klar. Raumzeitverteiler. Wurmlochblockade. Okay, das sind Sachen, die habe ich alles jetzt nicht so. Warte mal. Was haben wir hier mit? Kochstelle. Ach, wir mussten eine Kochstelle bauen, natürlich, um uns zu essen zu kochen. Klar, machen wir hier mal flott. Da können wir uns mal Heilmittel und so einen Scheiß machen. Genau so war das. So, jetzt gehen wir hier ran und kochen. Wir kochen uns. Antistrahlungssalbe. Beruhigungssalbe. Heilsalbe. Davon kochen wir uns jetzt was. Und Beruhigungssalbe, damit unsere Psyche ein bisschen. Genau. Wieder auf Vordermann gebracht wird. So. Inventar. Nehmen. Ja, du sollst die essen, dachte ich mir jetzt eigentlich. Verwenden. Schlürf. So. Yay! Die Heilungssalbe, die ist ja noch ganz in Ordnung soweit. Wir haben 3 AK-47. Im Start. Lass uns nochmal so eine Heilungs- und Psychosalbe bauen hier. Kann ich nicht. Gut. Dann ist gut. Chemikalien. Okay, wir müssen tatsächlich diese... Oh, oh. Soldaten. Hat es einer mitgekriegt, was? Gleich die Rübe weggeballert, wa? Von den Kameraden hier. Oh, die Hand weggeschossen. Alter, das ist ja auch manchmal so ein bisschen... Bisschen böse, das Spiel, ne? Das muss ich immer so hinzufügen. Warte mal, da hätten wir noch Sachen, die wir mitnehmen können. Und mitnehmen sollten, auf jeden Fall. Und dups. Was haben wir hier noch? Aha, da. Und dups. Sehr gut. Ich habe ja gehofft, dass es Löwenzahn ist, aber Löwenzahn ist hier gerade wohl nicht am Start. Ist nicht so angesagt in Pripyat gerade. Kommt noch mehr schwarze Stalker. Heißt die schwarze Stalker? Hießen die so? Warte mal. Ja. Schwarze Stalker. Ist das nicht ein bisschen rassistisch? Ne? So ein bisschen? Da, wo jetzt nicht mal mehr Schwarzfahrer in den Bussen gesagt werden darf, darf es jetzt auch nicht mehr schwarze Stalker heißen. Also bin ich so der Meinung. Vielleicht bin ich auch altmodisch oder so. Nein, dann wäre ich ja eher neumodisch. Weil ich ja voll mitten im Trend bin und sowas für rassistisch halte. Dieses Spiel Boris ist rassistisch. Boris war Informator am KGB. Major Gutznow. Anbei, wie versprochen, die Liste mit einer Auswahl der zahlreichen antikommunistischen Staatsfeinden Schmugglergüter, die ich einmal in ihre Wohnung fand. Der Besitz von Raubkopieren und Samis Dats wesentliche imperialistische Propaganda, Obszönität, Gewalt und Unschicklichkeit sei genau für eine Frau Amelie verwirklicht ist. Und spricht Brande über ihren antisowjetischen Charakter. Ich persönlich möchte nicht überrascht, wenn nur diese Spitze des Eisberges war. Wenn Sie erlauben, Major Kuznov, möchte ich Ihnen bei dieser Gelegenheit empfehlen, sie überwachen zu lassen und ihren Zugang zu wichtigen Projekten im Kraftwerk sowie die Duga-Anlage zu beschranken. Ich glaube, sie stellt eine ernsthafte Gefahr für unsere wissenschaftliche Bemühung dar.
Urachtungsvoll, Genosse Derniger Wladimir liegt jetzt in Linien-Genkraftwerke. Boris Glutschow. Liste der Schmuggelware. Musikalben. Sex Pistols. Anarchie in der UK. Donna Summer, Bad Gulls. Iron Maiden, Killers. Kiss, Creatures of the Night. Und so weiter und so fort. Village People, Alter, go west. Ja, alles klar. Was haben wir noch? Bücher. Die Kunst des Liebes von Michaela Wislocker. Dr. Schwiego von Boris Pasternak. Der Anti-Gulag von Alexander Zuzisny. So nicht nie. Soll nicht nicht sein. Lolita Vladimir Nabokov. 1904 George Orwell. Die Uhrwerk Orange von und so weiter und so weiter. Und hier irgendwas mit Schalke. So. Alles klar. Noch mehr. Ach, das haben wir schon gelesen mit der Sexpistole. Ich habe auch eine Sexpistole in der Hand. Also, meine Kopfwegschießpistole meine ich damit. Ja. Ich habe gesehen, eine Löwenzahn auf dem Fenster sind. Oh, da liegt ja auch noch Sachen auf den Fußboden. Ach, ich komme nicht hier. Ich, wenn man einmal damit angefangen hat, ne, das hört nicht mehr auf. Was ist das? Was ist das? Eine Waffel? Ist lecker. Noch mehr nach oben gehen. Meint ihr, wir finden hier noch mehr coolen Kram? Hier ist sehr viel Tschernobylit. Und natürlich kommen wir da deswegen durch, weil wir keinen Tschernobylit-Brenner haben. Den müssen wir unbedingt haben, damit wir überall mal durchkommen würden. Da kann man die ganzen Levels alle nochmal von vorne laufen. Warte mal, das soll hier direkt im Haus sein, wo wir hin müssen? Ja, da oben. Warte mal, kommen wir von außen hier ran? Scheißdreck. Vom Balkon hier irgendwo, ja. Pilze. Ab. Na komm. Nochmal Pilze. Ne, dann nochmal rein. Nützt ja nichts. Von der ersten Etage war das irgendwo aus, ne? Hauptsache, hier ist nicht wieder so ein schwarzer Stalker. Einmal damit angefangen, hört man nicht mehr wieder auf. So, wir haben gefunden, was wir brauchen. Gehen wir hier rein? Digga, da war noch richtig schön viel zu essen dabei am Start. Ja gut, und dann das haben wir diese Tschernobylit-Geschichte hier einfach, dass wir hier nicht reinkommen, ne? Bei dem Brenner brauchen. So, dann reisen wir zurück. Und schwuppdiwuppdi, knalldiwaldi, verschwinden wir wieder. Ja, meine Kinderchen, das war's auf jeden Fall wieder für heute. Wir sehen uns wieder in der nächsten Folge. Es hat Spaß gemacht. Schwarze Stalker, wa? Rassistisch, oder? So, wir sehen uns wieder. Bis dann. Ciao.